Heute eine extreme Transportbox für die DJI Mavic Air von MC Cases. Eine extrem heftige, die Explorer Edition. Schönes Flugwetter ist noch extrem selten, wird aber sicher bald kommen. So lange lote ich die Grenzen des Cases aus. Oder versuche es zumindest, weil egal, eisige Kälte und Schnee. Dem Case konnte es nichts anhaben. Ich habe Wasser über alle möglichen Öffnungen und Scharniere laufen lassen. Dem Case konnte es nichts anhaben. Und auch extreme Einschläge eines 1,5 Kilo Hammers konnten dem Case nichts anhaben. Nicht mal ein Kratzer. Diese Tests hat es unter anderem so gut weggesteckt, da es einen Druckmembran hat. Und ein Verschlusssystem mit Sekundärverriegelung, das nicht mal eben aufgeht. An den Seiten Ösen für Kofferschlösser, um den Inhalt gegen unerwünschtes Öffnen zu sichern. Die Unterseite hat zwar Füße, aber keine rutschfesten Gummifüße. Hochkant kann die Box auch stehen bleiben. Der Deckel bleibt offen stehen und kann über diese Position auch nicht hinweg bewegt werden. Aber so kann man windgeschützt oder sonnengeschützt zumindest in dem Koffer arbeiten. Was passt denn alles rein in die Explorer Edition? Zuerst Ersatzpropeller. Wer die Fly More Combo hat, muss aber jeweils zwei aus jedem Päckchen nehmen. Also zwei mit und zwei ohne Markierung. Da in einem Päckchen aber nur eine Sorte ist, heißt es aufpassen. Die Mavic Air kommt oben drauf. Sie steht ein bisschen über, wird dann aber durch den Noppenschaum im Deckel gehalten. Die Akkuladestation kommt in ein Fach unter dem Controller. An der Seite ist ein Loch, mit dem man sie wieder leicht rausbekommt. Die Fernsteuerung kommt oben drüber, im Fly-Ready-Zustand, also vormontiert mit Steuersticks, was das Gefummel am Einsatzort erspart, dank der Eingrifflöcher auch schnell wieder rauszubekommen. Dann das Monsterfach. Da können locker 4 Akkus rein. Oder man packt die Akkus an die anderen dafür vorgesehenen Freimachungen. Davon sind auch 2 bzw. sogar noch ein dritter da. So könnte man also 8 Akkus mitnehmen, wenn man alle Plätze und die Mavic Air nutzt. In das Monsterfach kann dann auch zum Beispiel die Propellerguards rein. Oder noch anderes Zubehör wie Landing Gears. Die Controller-Freimachung ist auch so bemessen, dass auch noch ein Schutz auf die Sticks könnte. USB-C-Adapter nicht vergessen, genauso wenig den Powerbank-Adapter. Das Netzteil findet hier mit seinen Buchsen nach oben seinen Platz und sein Kabel im selben Fach. Das USB-Kabel könnte man hier reinbekommen, wäre aber anstrengend. Im Monsterfach ist auch noch genug Platz. Auch die USB-Kabel für den Controller und das Stromkabel und dabei habe ich das Fach hinten links noch nicht mal angefangen zu füllen. Da geht dann noch ein Lightning-Kabel zum Beispiel rein, zum Laden des iPhones oder verschiedene ND-Filter oder irgendwelche anderen Teile. Dieses Case nimmt einfach eine Menge auf und transportiert diese sicher zum Zielort. Wenn dir mein Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und lass ein Abo da, wenn du mehr solcher Videos sehen willst. Oder schau in meinen Kanal zu anderen Videos, wie dem des kleinen Bruders der Explorer Edition, der Smart Edition, welche zwar nicht so robust ist, aber dafür portabler.